herzlich willkommen zurück. Und zwar, der zweite Boss auf der Liste ist Horridon. Im Grunde ganz einfach, ich habe ihn einfach nur gepult mit der Glewe und ziehe ihn jetzt zum ersten Tor. Diese Tore haben einen Grund, und zwar kommen da alle paar Sekunden mal irgendwelche Mobs raus. Und die sollte man möglichst töten, und ihr werdet gleich noch sehen, was wir damit noch anstellen können. Dieses, ich sag mal, Schmettern, das er vor und hinter sich macht, das ist eigentlich, das macht keinen Schaden, so, im Grunde, ne? Und wir hauen einfach drauf. So, im Prinzip, du kannst, du tötest halt alle Mobs, die rauskommen, das solltest du tun. Die ersten hier sind nicht ganz so wichtig, weil irgendwie machen die nichts, offensichtlich. Und, ja, ist nicht weiter wichtig. Einfach überleben, draufhauen und Damage machen. So. Da ist jetzt auch keiner bei, den man groß beachten müsste. Ich habe halt immer die Feuerbrandaura benutzt und habe die dann einfach AFK sozusagen mit weggenutzt. Man sollte vielleicht aus diesen Sandflächen rausgehen, die ihr hier rechts seht. Die machen so ein bisschen Schaden, aber das ist auch nicht weiter wild eigentlich. So. Gibt's noch irgendwas? Nö, eigentlich bei dem Tor nicht. Einfach draufhauen, draufhauen, draufhauen. Und irgendwann kommt dann, genau da ist der Kerl, der Dinomant oder der was immer er heißt. Der Kerl heilt diesen Typ und lässt, wenn man ihn tötet, so eine Kugel fallen. Oder bei 50% schon. Mit dieser Kugel kannst du sozusagen Horridon übernehmen, sieht man ja. Und der rammt dann da voll ins Tor wie so ein Bekloppter. Dementsprechend ist das Tor kaputt, kommt keiner mehr raus. Und ja, er kriegt, glaube ich, 50 bis 100% mehr Schaden mit jedem Tor, was du benutzt. Und wenn du das gemacht hast und er sich wieder bewegen kann, gehst du einfach zum nächsten Tor. Und ziehst das ganze Ding einfach nochmal durch. Einfach nur draufhauen, 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 warten bis Mobs rauskommen, Mobs umnatzen. Hier kommen halt am, ich glaube, Sandalari, nee, Gurubashi kommen hier raus. Das sind so Gifttypen. Und diese Gifttypen, die musst du auch einfach bloß wegbashen. Da ist ja nichts bei, also die machen im Grunde nichts, ne, wenn du so willst. Ja, man sieht natürlich jetzt nicht viel. Da kommt jetzt einfach mal, Sturm, was sind das? So. Streiter, der Gurubashi heißt das. Ah ja, hier so einfach ein Mini, der ist einfach. Der Kind hat sich, hätte ihn einfach stehen lassen können, dann wären wir angekommen irgendwann und dann wäre gut gewesen. Aber ich hab mir gedacht, naja, machst du mal ein bisschen was, damit das nicht ganz so öde aussieht hier. Diese Tussi da, die castet, glaube ich, so eine Art Giftbolt oder eine Fläche unter dir, die früher ziemlich viel Schaden gemacht hat, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Weil ihr seht ja, der ganze Boss ist eigentlich ultra lächerlich. Da passiert ja gar nichts. Und ja. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Tussi wegnatzen. Und gleich müsste auch wieder der Dinomant kommen. Den habe ich erst gar nicht mitgeschnitten, dass der da ist, ne? Das werdet ihr da gleich sehen. Ich hab halt einfach raufgehauen und fertig. Und plötzlich war da die Kugel. Sieht man gleich. Dauert einen Augenblick, weil ich habe irgendwie scheinbar keinen Thron des Donners DBM an. Guck mal, da ist er plötzlich. Ich habe ihn einfach mit weggeklieft, so, ne? Das habe ich halt einfach ins Target genommen, weg damit, und habe jetzt elendig versucht, diese blöde Kugel anzuklicken. Sieht man jetzt nicht, weil ich die Maus nicht mit aufgezeichnet habe, aber irgendwie, dadurch, dass dieser Dino so fett ist, bin ich nicht rangekommen an das Teil. Und da habe ich ihn dann halt einfach gekriegt und unterbrochen sogar noch. Ne, und jetzt kriegt er ja nochmal mehr Schaden, und das ist dann schon. Ich glaube, während er gestunt ist, kriegt er diesen Schaden. Ich weiß es nicht genau. Ist eigentlich auch ziemlich unwichtig, weil ihr seht ja, das ist super leicht. Ne? Das kannst du mit jedem Tank machen. Gucken wir mal, vor allem mit dem Krieger-Tank, der bekommt ja Lebensraub, wenn du das Talent mitnimmst. Ab 35% und weniger Life. Das ist dann schon sehr geil eigentlich, und das kannst du richtig gut benutzen. So, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ihr seht, das ganze Ding ist vorbei. Ihr könntet ihn jetzt noch zum dritten Tor ziehen, was für mich keinen Sinn gemacht hat, weil, warum? Ne? Ihr seht ja, da ist nichts mehr. Also, er geht jetzt zwar Enrage, weil ich den Großen gekillt habe. Genau, der kommt noch dazu. Früher war das so, du musstest den Großen töten, weil sonst, glaube ich, dann ist irgendwas passiert, er hat ihn geheilt oder er hat einfach zu viel Schaden gemacht, der Kerl, ne? Aber weil der Große jetzt tot ist, ist der Dino so ein bisschen Enrage gegangen. Und, also Mini-Enrage, das gehört halt zum Bosskampf dazu. Und das war's. So, dann sehen wir uns beim nächsten Boss. Bis dahin, auf Wiedersehen.